Hallo, in diesem Video möchte ich einen Abriss über den Inhalt des Papers Flexible Alias Protection geben von den netten Herren hier unten. Hintergrund für das Video ist, oder Motivation für das Video ist, dass dieser Text zumindest für mich relativ schwer zu lesen war und es wie bei vielen Texten ein bisschen komplizierter war, herauszufinden, okay, was ist jetzt wirklich der Kern der Aussage und was ist mehr nur so Geplänkel drumherum. Das heißt, für alle, die noch nicht das Paper gelesen haben, die können sich kurz das Video angucken und dann entscheiden, macht es Sinn, dieses Paper zu lesen. So, und dann nicht weiter drumherum direkt einsteigen. Zunächst mal meine eigene Einschätzung. Ich finde die Idee an sich ziemlich cool. Und das auch vorweg, wer es direkt probieren will, der soll einfach mal den MMM-Pizza-Compiler ausprobieren. Der generiert Java-Code, das heißt, jeder, der schon mal mit Java gearbeitet hat, wird sich darin wohlfühlen, hoffentlich. Und dann ist das Ganze auch nicht auf nur so einer wissenschaftlichen Ebene. Gut, jedenfalls, wir steigen ein. Die Grundidee ist, wir haben 5 verschiedene neue Modifier, sozusagen, für Ausdrücke oder Variablen. Kurzer Abriss, Ausdruck ist zum Beispiel sowas wie 5 plus 4. Das ist ein Ausdruck. Und eine Variable, die kennen wir ja hoffentlich alle. So, wie kann man sich das vorstellen? Was machen die Dinge eigentlich? Wer C++ kennt, der kennt vielleicht das Const-Schlüsselwort. Und hierbei geht es nicht einfach nur um Konstanten, sondern um die konstanten Funktionen. Oder ansonsten könnte man sich noch vorstellen, wie bei anderen Sachen, zum Beispiel das Schlüsselwort static. Im Grunde einfach nur ein Schlüsselwort, was den Teil, der dahinter kommt, zum Beispiel dann eine Variable, auf eine bestimmte Art und Weise, ich sag mal, verändert in Anführungszeichen. Oder dem Ganzen, wie zum Beispiel bei diesem Const-Schlüsselwort, wem das was sagt, erlaubt oder verbietet dann bestimmte Funktionen oder Zugriffsarten. So, ansonsten kann man allgemein noch sagen, alles, was gemacht wird, alles, was die vorstellen, passiert zur Kompilationszeit, nicht zur Laufzeit. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, hier dieser MMM-Pizza-Compiler erzeugt Java-Code und da ist da nichts anderes mehr drin. Das ist normales Java. Und diese ganzen Schlüsselwörter, die es hier gibt, die sie einführen, die werden alle zur Compile-Zeit überprüft. Oder die Benutzung, ob die zu Recht mit rechten Dingen zugeht. So, erstmal, was können die Dinger? Jetzt steigen wir richtig ein. Wie gesagt, jeder von diesen Schlüsselwörtern sagt dann zu einem Ausdruck, was mit dem Ausdruck passieren darf und was mit dem nicht passieren darf. Es wird in dem Text sehr oft das Beispiel einer Hash-Tabelle benutzt. Und jetzt wird es mal ein bisschen fremdwortartiger. Wir haben nämlich zum Beispiel bei einer Hash-Tabelle die sogenannte Private Representation und die sogenannten Public Arguments. Private Representation kann ich mir noch vorstellen, warum das Rechte hier Public Arguments heißt, ich weiß es nicht. Aber wenn man sich jetzt mal das genauer anguckt, deswegen habe ich es auch nicht übersetzt, sieht man, dass das hier und das hier mit den ersten zwei Dingern hier übereinstimmt. Ganz grob, was heißt das? Die Private Representation ist alles, was innerhalb des Hash-Tables bleiben soll. Zum Beispiel sowas, was dann in den Private-Bereich einer Klasse geschrieben wird. Und die Public Arguments ist alles das, was draußen kommt und was von draußen reinkommt. In der Hash-Tabelle zum Beispiel irgendwelche Objekte, die von draußen kommen. Deswegen, ich habe es mal hier so drunter geschrieben als Beispiel. Wenn wir zum Beispiel in unserer Klasse Hash-Tabelle eine variable Anzahl Elemente haben, dann gehört die zu Private Representation. Und wenn ich jetzt irgendwelche Objekte in der Hash-Tabelle speichern will, dann gehören die zu den Public Arguments, weil die können noch von außen weiter referenziert werden. Also die gehören ja nicht der Hash-Tabelle selber, die werden ja nachher noch außen weiter benutzt, in anderen Klassen zum Beispiel. Und genau, ich sag mal, genau so funktionieren dann jetzt auch diese Schlüsselwörter. Wenn ich jetzt irgendeine Variable habe, zum Beispiel hier Anzahl Elemente, das würde dann zum Beispiel so aussehen. So, dann sage ich dem Compiler, okay, diese Anzahl Elemente, gut, das ist natürlich jetzt in der Klasse sogar im Private-Bereich. Aber Private heißt ja nicht, dass es zum Beispiel keine Aliase gibt. Jedenfalls, jetzt sage ich dem Compiler an der Stelle, okay, dieses Ding, Anzahl Elemente hier, darf niemals nach draußen gegeben werden. Konkret heißt das, wenn ich irgendwie diesen Wert der Anzahl der Elemente nach draußen geben wollte, dann müsste ich das zum Beispiel kopieren. Und genauso verhält es sich hier mit dem Array der Objekte, habe ich es jetzt mal genannt. Damit ist im Grunde einfach nur die Hash-Tabelle selber gemeint, da wo dann irgendwie, muss ja irgendwo ein Array sein, wo dann zum Beispiel ein Pointer auf das Objekt 1 ist und ein Pointer auf das Objekt 2. Oder eine Referenz können wir auch sagen, statt Pointer. So, und auf der anderen Seite stehen die Public Arguments. Die dürfen zum Beispiel beliebig von A nach B gegeben werden, dürfen aber zum Beispiel dafür nicht verändert werden. Um das mal ganz grob zu sagen, das geht noch ein bisschen feingranularer im Text. So, das sind so die zwei Hauptdinge. Achso, man sollte noch dazu sagen, rein technisch erstmal ganz grob kann man keines von diesen Dingern auf was anderes mappen. Das heißt, wenn ich eine Variable mit diesem Schlüsselwort arg habe, dann kann ich dem nichts zuweisen, was ein Schlüsselwort rep hat. Beziehungsweise im Text wird es dann als Modus bezeichnet. Also der Mode rep oder der Mode arg. So, wer sich für die Bedeutung von den Dingern ein bisschen interessiert, der überspringt erstmal die ersten 13 Seiten und dann auf Seite, Entschuldigung, die ersten 12, und dann auf Seite 13 gibt es nämlich eine Auflistung, was die Dinge eigentlich bedeuten. Oder, falls die Seitenzahlen nicht übereinstimmen, in Kapitel 5 ist es bei mir unter dem Thema Aliasing,
Okay, ich habe es nicht gut mit Aussprache. Aliasing Modes. Müsst ihr jetzt erstmal nachgucken, wie das ausgesprochen wird. Aber ihr wisst, was ich meine. So, und im Grunde war es das dann auch schon mit diesem kurzen Abriss. Alle Details, alle Einzelheiten stehen dann im Text. Vielleicht schon mal vorweg, diesen Teil mit dem Free, den Mode Free, den habe ich nicht sehr gut verstanden. Also da auf jeden Fall aufpassen. Und ansonsten, wie gesagt, einfach mal vielleicht nach diesem MMM-Pizza-Compiler suchen. Und dann da vielleicht nach Tutorials oder sowas suchen. Das ist vielleicht einfacher als das Paper zu lesen. Für alle, die sich nicht so auf wissenschaftlicher Ebene dafür interessieren. Und am Ende könnten wir vielleicht noch einbringen, was ist eigentlich die Hauptaussage von diesen Dingern, von diesen Leuten in Bezug auf das Aliasing-Problem. Die sagen nämlich, eigentlich ist Alias was Gutes und gar nichts so Schlimmes, macht eigentlich auch gar keinen Code kaputt. Es gibt nur gewisse Punkte, gewisse Situationen, in denen es eben zu einem fehlerhaften Programmablauf führt. Und wir wollen im Grunde nur diese fehlerhaften Punkte beseitigen. Das ist der Ansatz, das ist der Grund für das, was sie in dem Paper beschreiben. Und soweit ich das richtig verstanden habe, sie schreiben aber auch, dass auch deren Ansatz jetzt natürlich ziemlich viel Aufwand mit sich führt. Und es ist alles noch in der Entwicklungsphase. Man muss also gucken, bringt das überhaupt was für den wirklichen echten Markt? Oder ist das nur ein unglaublicher Overhead für relativ wenig, was man nachher dafür rausbekommt? Weil, wie gesagt, das Aliasing ist grundsätzlich nichts Schlechtes und es tritt auch sehr häufig auf, aber es gibt eben nur einen kleinen Prozentteil der Fälle, wo es den Code kaputt macht. Und vielleicht, ja, Kosten-Nutzen-Effekt ist dann vielleicht gar nicht so hoch. Wie gesagt, guckt es euch an, wenn ihr wollt. Und vielleicht versteht ihr das alles ja viel schneller und besser als ich.